Kuschinskis! Was ist euer Handwerk? Stich! Das Max, das war nicht meine Idee. Das Gelb auf mein Ferrari. Die Hose trag ich unterm Arsch. Fahre wie ein Tsunami. Steh den Kickflip auch mit meinen Buffalos. Läuft? Jo. Gut. Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ich mache hier jetzt so Musikvideos mittlerweile. Und heute ist Making-of. Habt ihr letzte Woche schon gesehen, wenn du noch nicht raufgeguckt hast und noch nicht geliked hast, dann finde ich dich doof. Wir sind heute in Oberhausen und drehen das Video zu Meine Buffalos, featuring Nico Salasch. Salach. Entschuldigung. Guten Tag. Christian, lange nicht gesehen. Ja. Das geht auf mein Ferrari. Die Hose trag ich unterm Arsch. Tsunami, steh den Kickflip auch mit meinen Buffalos, 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 mit meinen Buffalos, Buffalos. Wir sind hier im Café 57. Hier kriegst du auch Oberhausener Seide. Kriegst du hier. Das ist wunderschön. Wir beide werden uns fühlen wie Grazien, wenn wir unsere Buffalos tragen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Endlich groß genug für Achterbahn, ne? Achterbahn! Juhu! Ey, die passen aber auch wie angegossen, ne? Die sind tatsächlich gar nicht unbequem. Ja, die stehen ja auch ziemlich gut, ehrlich gesagt. Danke. Auf der Bühne werde ich die demnächst anziehen. Damit laufen Leute ernsthaft rum, ne? Oder sind früher? Ist das wieder immer in? Noch. Ist das wieder in? Die sind wieder, weißt du, warum es die wieder gibt? Die gab es vorher nicht. Ich kann jetzt noch nicht mal sagen. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht kacke. Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt noch nicht mal sagen, dass ich es richtig scheiße finde. Eigentlich echt ziemlich cool aus. Ja, grundsätzlich, wir haben ja. Der Song soll ja so ein bisschen Kindheitserinnerung wecken. Gerade bei unserer Generation, wir sind ja schon Mitte 30, die Kindheit, wie man zum Kiosk geht, da schön einen Fünfer auf den Tisch legt und sagt, hier, ich will den ganzen Laden kaufen, soll gute Laune machen. Ich schmeiß mit Geld 5 Mark auf Tasche, gib mir alles Center Shocks, dreh und trink aus der Flasche. Interessiert mich nicht, ob's dir gefällt oder nicht, yeah. Es ist Zeit für ein Duell, wenn du verlierst, zahl ich nichts und dein Laden gehört mir. Frischluft, bitte. Danke. Frischluft, Frischluft. Oh, Nico, wie war's? Gute Show. Macht mega Bock? Tatsächlich. Gute Show gehabt? Natürlich. Gut. Das Geile ist, wenn du den Song geschrieben hast und hast den ein paar Mal gehört und so, alles cool. Aber wenn der beim Performen Bock macht, wirklich beim Videodreh und beim Performen Bock macht, dann weißt du, das lügt. Weißt du, was ich meine? Sieht irgendwie komisch an, ne? Aber. Genau, der macht so Spaß, auch die Leute außen rum an am Lachen und so, dass, ja, ich glaube, da haben wir was richtig Feines zusammengelegt. Ja, bin ich fest von überzeugt. Okay. Mehr sag ich nicht. Da musst du doch merken. Da war doch ein Abschlussqual, da war doch ein Punkt. Es ist Zeit für ein Duell. Kommt der eiskalte Drache mit blauem Blick oder so? Ja, der. Ich will bitte alle Center Shocks, die hier. Mein Maul. Ich hab aus Versehen den falschen Button gedrückt und jetzt glaube ich, ich hab das Internet gelöscht. Ich will mit Nico spielen, doch hab kein Guthaben mehr, also geh ich raus und klingel an der Tür. Wie ist die Zusammenarbeit? Wie kam es dazu? Ja gut, das ist jetzt nicht so weit hergeholt. Wir haben ja Castrop-Spandau haben wir ja zusammengeschrieben. Haben da gemerkt, dass die Zusammenarbeit super geil lief irgendwie und die Klickzahlen des Songs, die Streamingzahlen, die sprechen da auch für sich. Und Kalle hat irgendwie Blut geleckt, ne? Der war ein paar Mal mit auf der Bühne so und hat dieses ganze Musikbusiness irgendwie mal für sich entdeckt und dachte dann so bei sich, immer, machen wir mal einen Song, machen wir mal eine EP, machen wir mal ein paar Songs. Ja, der Song ist quasi sehr spontan auf 90er getrimmt worden. Wir saßen im Studio, worüber schreiben wir. Ich bin da ja der eher spontane Typ und haben uns vorher ein bisschen Gedanken gemacht und dann einfach das Ding runtergereitet da irgendwie in ein paar Stunden und dann lief der Lachs, ne? Dieser Nostalgiefaktor, ne? Dass du irgendwie einfach mal alles, was wir ja geschrieben haben, ist ja so ein Riesenstück zurück in die Kindheit und das hat einen irgendwie krass zurückgeholt. Also alles, jeder Satz, den wir da geschrieben haben, war irgendwie Teil unserer Kindheit und keine Ahnung, hat einfach killer viel Spaß gemacht und genauso jetzt auch der Dreh. So, also du machst ja jetzt auf deinem Kanal auch weniger Gaming, sondern mehr Musik und ist das eine Entscheidung, die du bereust oder merkst du, dass das auf jeden Fall genau der richtige Weg ist momentan? Also für mich fühlt es sich auf jeden Fall jetzt gerade richtig an, sag ich mal. Weil man soll ja sowieso immer das machen, worauf man am meisten Bock hat.
Gaming ist ja aus meinem Leben nicht weg. Ich habe ja hier Kalle Zwuschinski, den Zweitkanal, da könnt ihr auch mal rein abonnieren. Da wird ja jeden Tag gezockt eigentlich. Aber grundsätzlich muss man auch sagen, für mich ist dieses Musikding immer schon ein Traum gewesen. Und deswegen, jetzt wo die Möglichkeit zumindest da ist, mal einen Fuß reinzusetzen, wollte ich das nutzen. Und die Frage aller Fragen ist ja, ist es möglicherweise auch geplant, dass man das irgendwann mal live auf der Bühne sieht? Also wir haben da schon Gespräche zu geführt, sagen wir mal so. Der Traum ist natürlich da. Ich war ja glücklicherweise auch schon auf der Tour mit unterwegs und durfte da schon mal Bühnenluft schnuppern, sage ich jetzt mal. Und das macht dann natürlich ein bisschen fickrig, da haben wir schon Bock. Deswegen, ja, das Ziel ist so ein bisschen vor Augen. Ich will jetzt aber erstmal gucken, wie kommen die Mucke überhaupt an, feiern die Leute das überhaupt? Und dann können wir mal schauen, ob wir uns auch mal auf eine Bühne stellen. Ich möchte euch auf jeden Fall hier schon mal für euer Interesse danken. Daumen hoch. Ja, wir haben jetzt ein bisschen schon hier mit den Leuten gesprochen, sind ein paar ZuschauerInnen auf jeden Fall am Start und wir planen jetzt gerade den ersten oder den nächsten Performance-Shot hier. Ja, das wird jetzt hier vorne am Billardtisch sein und hier wird halt sehr viel mit Party machen, performen, zusammen abgehen. Wie findest du den Song? Sehr, sehr geil. Also richtig Ohrwurmpotenzial. Boom, boom, boom. Hervorragend. Ein absolutes Fest. Und du bereust auch nicht hier zu sein, ne? Nein. Ja, also. Fetz. Und jetzt einmal auf drei, ich bereue nicht. Eins, zwei, drei. Ich bereue nichts. Ja. Schön. Wofür haben die grüne Anzüge an? Das haben wir doch gar nicht aufgeklärt. Es gibt jetzt mit dem lieben Nico, der soll einen Kickflip machen. Und da der Nico ja auch noch auf Tour nehmen muss und der Buffalos trägt, haben wir gesagt, wir riskieren es nicht, dass er einen Real-Life-Kickflip macht. Deswegen werden wir jetzt richtig schäbig das nachstellen. Also daran ist irgendwie alles falsch. Nee, geil. So, auf das Briefing bin ich jetzt mal gespannt. Also. Also. Kannst du dabei ernst bleiben, bitte? Danke. Ich versuch's, okay? Also, Plan ist folgender. Der Nico wird jetzt gleich auf dieses Ferrari-Skateboard steigen. Klar. Mit seinen Buffalos, weil im Song heißt es Kickflip, ich stehe auch im Kickflip mit meinen Buffalos. Ja. Das ist aber potenziell schwierig, deswegen werden drei Leute in... Ganz kurz, nicht zu verkennen die italienische Ader im Hause Schillo. Potenziell schwierig. Spaghetti Carbonara! Deswegen werden unsere drei grünen Morphsuit-Helfer, zwei davon heben den Nico hoch, einer dreht das Board, Kickflip-Style, und dann stellt ihr den wieder drauf und er wird weitergeschoben. Bitte nicht verwechseln, ne? Wisst ihr in welche Richtung der Kickflip ist nach hier so rum. Genau, Kickflip ist hier hingedreht. Hier und Heelflip ist weg. Ich will jetzt nicht predikten, aber von der Statur her würde ich sagen, ihr beide seid kräftiger. Okay. Ich wollte schon sagen, jetzt stärker. Nennt er mich wieder Lauch. Ja. Das, ich habe es extra nicht getan, aber grün bist du schon mal. Weitergenommen. Ihr beide kommt mal daneben. Nico stelle ich mal hier vor. Kommt mal links, rechts neben den Nico. Und dann stell dich schon mal drauf. Mit Assist am besten. Ich weiß nicht, wie du das. Ich kann das nicht fahren. Ja, aber wegen Button. Ich roll vielleicht weg. Haltet ihn mal ein bisschen fest, genau so. Grüß euch. Servus. Also, und jetzt ist das du. Mhm. Müsstest von dahinter laufen. So. Jetzt schiebt ihn mal so ein bisschen in die Richtung. Warte, lass mich mal kurz einen richtigen Stand finden. Ja, finde mal einen richtigen Stand. So, müsst ihr auch so aussehen, wie ich das machen, ne? Genau, ihr müsst aber jetzt sein gesamtes Gewicht tragen, ne? Also, kann das also hier hoch am besten macht der Quick es zu. Also ein so. Ihr könnt so ein bisschen näher ran, ich versuche das genau. Ja, pack mich ruhig an, ne? Ich hab da keinen Schluss zu. Hoch, flip. Und abstehen. Ja. Ja. Kann man mal klatschen. Hervorragend. Okay. Ja, hervorragend. Hilfe. Auf Anfang, auf mein Zeichen bitte warten. Und zurück. Okay, Achtung. Ready? Und fahren. Okay. Und runter. Und hoch. Heben. Unter die Füße stellen und runter. Bitte. Haben wir eine Frage? Ja, bitte. Ist dir kalt? Nein. Halten, drehen, drehen, drehen. Und runter.
Und fahren, 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 fahren. Und cut. Ja, machen wir auch. Das ist jetzt nicht das, also nicht, glaube ich, das Allerdümmste, was ich in meinem Leben je gesehen habe, aber das ist in der Top 3. Top 3, ne? Top 3. 1, 2, 3. Ich bereue nichts. Sehr gut. Ich bin der Kalle. Ich zeige euch jetzt ein paar Tanzschritte. Also, das heißt, wir machen viel mit Schritten. Wir machen so einen Step und ziehen den linken, also mit dem rechten gehen wir nach rechts und den linken ziehen wir hier ran. Das machen wir zweimal. Also zack, zack. Ja? Rechts, ziehen, rechts, ziehen. Das gleiche jetzt. Genau. Links, ziehen, links, rechts, slide, rechts, slide. Links, slide, links, slide. Das haben wir gut gemacht. Und jetzt, wir nennen das immer gerne Stecher. Ja? Wir stechen jetzt immer in die Richtung, wo wir hinwollen. Ja? Das heißt, wir stechen nach rechts, nach links, links. Immer wenn du einen Schritt in die Richtung machst, stichst du rein. Also es ist quasi stich! 6, 7 und stich, 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 stich. Wichtig ist immer schön Spannung. 5, 6, 7 und Stich, Stich und Stich und Stich. Ja. Stich gerade, 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 Stich gerade. Alles gut. Ich sag mal so, ein Olli Kahn, der sieht in seinem Team die Potenziale und dann kann man auch vorne angreifen. Das ist kein Olli Kahn gewesen, aber ja, ich hab Bock. Wird geil. Und jetzt alle. Stich! 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 Kuschinskis! Was ist euer Handwerk? Stich! Was? Stich! Das Max, das war nicht meine Idee. Wir haben es geschafft. Dreh ist vorbei. Natürlich vielen Dank an euch, dass ihr vorbeigekommen seid und unserem Aufruf gefolgt seid, den Tag mit uns hier zu verbringen und euch ein bisschen zu langweilen. Vielen lieben Dank dafür. Danke natürlich vor allem auch an die Filmcrew, die hier Vollgas gegeben hat heute. Aber ich hätte gerne einmal einen riesigen Applaus für Jayla, für den ganzen... natürlich in Absprache, aber fast alleine hier organisierte Locations, alles gekauft, mit euch kommuniziert, ihr habt es ja alle mitbekommen. Also großes Dankeschön, ne, auch von mir. Danke. Danke an Christian, der hier Kamera auch mitgemacht hat. Nochmal auch das Team. Und danke an Instinct 3. Und ein riesen Dank aber auch noch an Kalle, der das Ganze hier heute gerockt hat, mit euch zusammen, oder? Nochmal Applaus. Danke natürlich auch hier an die tolle Location, die wir nutzen durften. Kiosk von Stecker 457. Wie heißt das hier? Der Laden. Amsterdam. Wie bitte? Amsterdam. Amsterdam. Krasse, geil. Geiler, ihr habt es ja im Video gesehen. Danke auch an
die Chillo Brothers nochmal als Unternehmen, sag ich jetzt mal, die ihr tolles Video immer shooten, kennt ihr von Electric Callboy immer, ne, und so. Und ja, wie gesagt, danke an Instinct 3, die das Ganze hier auch mit unterstützt haben, meinen Traum wahr werden lassen. In dem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.